Hallo? Oh, einen unfertigen Multiblock müsste ich benutzen. Und dann halt quasi, dass man noch einen Block dazusetzt. Weil ansonsten erkennt er zwar den Coil aus Ludicrite und das war's. Aber er erkennt halt nicht so den, ja, Multiblock im Prinzip. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Tut mir leid für den Schnupfen und so weiter, aber das kann ich im Moment halt nicht ändern. Ja, was gibt's sonst so Neues? Ja, genau. Letzte Zeit, als ich jetzt so krank war, ein bisschen gestreamt. Call of Duty Black Ops 3. Das war nicht mal irgendwie... 2, 3. Es war jetzt nicht mal irgendwie ein Versuch, sondern das war einfach, ich hatte Bock auf Call of Duty und ich habe mir gedacht so, ich kann das Ganze auch streamen. Habe mir ja Klatto noch ins Teamspeak geholt und hatte dann ja noch Massi im Teamspeak. Aber ich habe echt festgestellt, bei meinen Stammzuschauern kam Call of Duty null an. Also gar nicht. Also ich habe... Ja, ich bin halt nicht sicher gewesen, woran das jetzt gelegen hat. Lag das jetzt an Twitch, dass ich doch nochmal Twitch eine Chance gegeben habe? Oder lag das daran eben halt, dass Call of Duty nicht so das Ding an sich ist? Ich meine, klar, der ein oder andere hatte mir schon mal in der Vergangenheit geschrieben, so von wegen, ja, Call of Duty wäre jetzt nicht so sein Game. Ist ja okay, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber Leute, bedenkt mal bitte dran, es steht immer und überall bei mir auf dem Kanal das wunderbare Wort, das Sony nicht schützen konnte, Let's Play. Und dieser Kanal Trivolo ist eigentlich auch tatsächlich ein Let's Play-Kanal. Soll er immer noch bleiben? Also das bedeutet, hier soll nicht nur Minecraft laufen. Auch, klar, wenn ich die meiste Zeit oder das meiste an Minecraft mache, aber hey, das mache ich, weil ich erstens Spaß dran habe und zweitens, weil für mich Minecraft so läuft, wie erkläre ich das am besten? Für mich ist Minecraft nicht zeitintensiv. Überhaupt nicht. Kein Stück. Für mich ist Minecraft kein Stück zeitintensiv mehr. Weil alles, was man so macht, gibt's schon, gab's schon. Und ich setze mich im Prinzip ran, nehme 2 Stunden auf. Und in den 2 Stunden gucke ich mal, was kommt. Dann schaue ich einfach mal, was passiert. Das Ding werden wir hier wahrscheinlich gleich nochmal ab... Warte mal. Komplett abreißen? Ne, 3 wären nämlich zu wenig gewählt. Machen wir mal bis hier. Weil ich will hier ja auch noch irgendwie so... die Zellen anbauen. Ja, jetzt ist die Frage, lassen wir das Ganze erstmal so oder nicht? Denn, wenn ich mich recht erinnere, hat ja ständig abgefragt. Also von daher war es ja eigentlich egal. So, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Und 800. Brauche ich auch kein Handy für. Habe ich mir erstmal mein Handy geschnappt und habe dann so überlegt, es sind 800. Es sind 800 RF per Tick, die da rauskommen. Habe ich gerade eine Redstone? Nee, habe ich nicht. Weil ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel kann die Redstone-Leitung ab? 8000. Mhm. 8000. Könnten wir ja eigentlich normalerweise... Pass mal auf, wir reißen das jetzt ab. Wir reißen jetzt den ganzen Buildcraft-Kram ab. Und tauschen den ganzen Buildcraft-Kram. Den ganzen Buildcraft-Kram, den tauschen wir jetzt einfach aus. So. Gegen, was für Leitungen laufen hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie viel die machen. Balloonhead. Der kommt da. Ich möchte jetzt erstmal die Leute begrüßen, die noch im Chat übrig geblieben sind, beziehungsweise eine Fluktuation, eine kleine ist hier passiert. Aber von wo kommt der jetzt? Hä? Ah, so habe ich das gemacht. Ich habe den Speicher gar nicht mehr zwischengepumpt. Okay, warum nicht? Warum habe ich das nicht... Das ist vollkommen nutzlos, was ich hier gebaut habe. Dann... Bin gerade etwas verwirrt davon, aber okay. So, die machen...
100 MB per Tick. Reicht erstmal. 100 Millibuckets per Tick. Sollte erstmal, sollte, müsste, könnte erstmal reichen. So, warum seid ihr eigentlich nicht gefüllt? Kann nur bedeuten, dass im End irgendwie, End, ja. Wir müssen mal in den Nether. Weil ich glaube, der Nether ist langsam leer geraged und ich glaube, ich muss die Pumpe mal umpumpen, umsetzen. Dafür machen wir erstmal Imsen aus. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dem Let's Play und so weiter. Also das, was mir am wenigsten Zeit, wofür mir am wenigsten Zeit ins Land geht, ist eben Minecraft. Egal für welches Projekt, das Einzige, was halt nur nervig ist, und da möchte ich auch mal auf dieses Omega eingehen, das ist eben, dass ich im Omega insofern eingeschränkt bin, dass ich jeden einzelnen Schritt aufnehmen muss oder streamen muss. Jetzt habe ich aber dieses Let's Play hier ja, boah, 1200 Folgen am Laufen. Und dieses Let's Play kennt man ja so als das Laber-Let's Play und auch irgendwie Bau-Let's Play. Ach, alles, von jedem ein bisschen, meine Güte. Sagen wir es einfach mal so, von jedem ein bisschen. What? Also wenn mich nicht alles täuscht. Ja, er hat hier noch so ein paar freie Flächen, ne? Also ich denke mal, wir lassen ihn erstmal einfach noch laufen und gucken mal, was kommt. Trotzdem finde ich das gerade etwas seltsam. Die Kiste, also der Apparat hier, der ist voll. Pumpe macht auch ihren Job. Merkwürdig. Boah, stinken meine Zigaretten heute. Blech. Pfui Teufel! Also tut mir leid, Leute, ich finde das gerade total merkwürdig. Warum ist denn in der Overworld, weil er hätte ja normalerweise beide Tanks ja als voll anzeigen müssen. Normalerweise. Was ist denn da jetzt los? Oder habe ich da irgendwas eingestellt? Ja gut, okay, nochmal zurück zu dem Lava-Let's Play. Also dieses hier ist ja und bleibt ja halt das Let's Play, wo ich viel erzähle und wo ich dann ja auf Farmen gehe und so weiter. Wo ich ja eigentlich auch gar nichts offscreen mache. Ich mache ja alles onscreen mit euch. Ich weiß nicht, hat es irgendwelche Sachen gegeben, die wirklich mal so furchtbar langweilig waren, die ich offscreen gemacht habe? Boah, wenn, erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Ah doch, da war mal was. Das ist aber auch schon... Ah, guck mal, jetzt ist der voll. Jetzt ist der auch voll. Heißt das, ich muss jetzt einmal immer in den Nether laufen, damit der einmal geladen wird? Weil ich ja halt das ganze SSP spiele. Interessant. Das wäre in jedem Fall wirklich sehr, sehr, sehr interessant. So. Nein, so. Mhm. Führen wir hier vorne einfach zusammen und dann ist gut. Ja, weil hier jetzt noch so eine Leitung in der Mitte durch, ja, nee, da sehe ich jetzt gar keinen Sinn hinter. So, dann muss ich die aber noch umstellen, ne? Ja, die müsste ich dann umstellen. Wir könnten das Ganze auch noch... Boah, Alter, mir sind da gerade noch Ideen gekommen. Wir lassen es... pass mal auf, wir stellen die jetzt erstmal alle auf Dauerpower. Das ist mir dann ja auch erstmal egal. Dann flackt er erstmal den Nether halt leer. Ja, machen wir erstmal. Ändern können wir das Ganze immer noch. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Kapazita. Ich schreibe da auch noch A hin, Alter. So, wir haben Möglichkeiten. Die Basic Capacitor Banken. Mhm. Eine Basic Hammer irgendwo schon. Wo habe ich den ganzen Scheiß reingepackt? Ich glaube hier, ne? Und hier ist ein Tesseract drin. Meine Baumfarm ist jetzt erstmal OOF. OO. Out of order. OOO. OO. Schmeißen wir dich mal hier ran. Ich nehme mal an, dass die Frequenz stimmt. Habe ich die nicht beschriftet? Sag mal. Hör mal.
Oh, langsam. Dieses langsame Laufen ist auch immer so geil. Denn ich bin jetzt ja eigentlich ein schnelleres Laufen die letzte Zeit gewohnt. Leuchtturm. Los geht's. Fahren wir da mal einfach rüber. So, ich mach das Ganze jetzt auch nicht als Speed oder so. Ja gut, okay, also, guck mal, ein Eichhörnchen habe ich mir ja schon wieder ablenken lassen. Habe ich schon wieder gut gemacht. Also, der Schuster möchte ja gerne, dass man jeden Schritt dann halt so mit aufnimmt und so weiter. Und tut mir leid, ey, das kann ich nicht. Wenn ich hier jetzt in diesem Let's Play 2 Stunden rede. Ne, ich habe die echt nicht benannt, die Frequenz. Ey, komm, Alter. Fang mal nicht an mit so einem Scheiß hier. So, 1 Energie plus. So, passt. Entschuldigung. Ja, der Schuster möchte das halt so, dass dann da jeder Schritt eben aufgenommen wird. Und es reicht doch, wenn ich hier langweilige Farmrunden mache. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Tribolo, mach das doch mal in einem Stream. Jetzt dürft ihr eins nicht vergessen. Ich glaube, ich habe das auch schon öfter mal in den Streams gesagt. Dass ich nur 2 Stunden pro Woche eigentlich streamen darf. So, ich widersetze mich aber häufig, oft, immer. Ich widersetze mich immer dieser Regel. Das bin halt ich. Regeln sind was für Anfänger.